Willkommen. Was ist das für ein krank geiles Wetter? Hört ihr diese Vögel zwitschern? Da kommen Frühlingsgefühle auf. Leute, wir schreiben heute den 4.3. Wir haben am Montag, wir haben mal den Push-Tag des neuen Training-Setups, der sich eigentlich komplett mit dem gleicht des alten Trainingssetups, aber das spielt jetzt keine Rolle. Leute, wir haben wunderschönes Wetter, heute soll es 17 Grad haben. Wir werden uns jetzt das erste Meal einverleiben. Wir haben ja jetzt 7 Uhr und die ersten Check-ins sind schon durch tatsächlich. Wir haben allerdings noch reichlich Dinge am Plan für diesen Wochenstart, denn es stehen sehr viele coole Dinge an. Wir haben auch gestern unser neues Trainingsprogramm, unser neues Selbstcoaching-Programm gelauncht, nämlich Progress Yourself 2.0, das sehr, sehr geil ist. Wir haben ja jetzt ein Jahr lang das komplette 1.0er-Programm überarbeitet. Dementsprechend, wenn du damit Probleme hast, deinen eigenen körperlichen Fortschritt gut einzuschätzen oder du Probleme damit hast, immer wieder Dinge abzuändern und Dinge zu zerdenken, dann ist das vielleicht genau das Richtige für dich. Check's am besten ab. Verlinke euch alles hier unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen uns jetzt hier das erste Meal an. Let's go. Also die Leute suchen wirklich ständig nach dem heiligen Gral, egal ob es jetzt die Ernährung betrifft oder das Training betrifft, und verlaufen sich dann in Details. Also ich war ja selber genau der gleiche Mensch. Genau der gleiche. Also ich habe selber so viel Änderungen bei meinem eigenen Prozess immer gemacht, ja, dass ich am Ende des Tages eigentlich gar nicht mehr gewusst habe, was jetzt wirklich Änderungen mit sich bringt und was keine Änderungen mit sich bringt. Ja. Es ist ganz, ganz witzig. Also das war noch lange vor der Zeit, wo ich auch noch, also lange vor der Zeit bis zu meinem ersten Coaching, als ich damals beim AJ war, im Jahre 2018, I guess. Und habe genau das Gleiche gemacht, genau dieses Prozedere von, ich mache mir ständig über alles zu viel Gedanken, ich ändere ständig irgendwelche Übungen, weil sich irgendwas off anfühlt oder bin emotional auch im Hinblick auf meine Entscheidungsfindung im Training. Also Emotionalität im Training ist ein Problem, was sehr viele haben, weil du kennst vielleicht sicher, dass du im Training bist und irgendeine Einheit läuft nicht so, wie du es dir vorstellst, also irgendeine Übung läuft nicht so und du denkst im Training dann schon darüber nach, okay, was kannst du nächste Woche anders machen, weil diese Übung vielleicht nicht gelaufen ist. Ja. Dass du schaust, okay, musst jetzt irgendwelche Übungen ändern oder musst irgendwas anderes ändern, was jetzt das Training betrifft, damit du nächste Woche wieder Progress machst. Aber in Wahrheit gilt es einfach hier weiterhin anzuknüpfen und diesen Sack in dem Fall jetzt zu embracen und einfach mal damit d'accord zu gehen, dass nicht jedes Training ja 10 von 10 ist, aber über schlechte Einheiten haben wir schon jetzt in diesem ersten neuen YouTube-Video von vor eine Woche oder sowas geredet. Jetzt gibt es hier erstmal das Daily, meinen täglichen Morning Shake, einfach nur das Daily jetzt in dem Fall, also Glutamin, Kreatin, da ist jetzt noch Leucin drin, Kollagen, und das Daily ist für mich einfach eine Erleichterung. Ich setze es eh, hau mir da alles in einen Shake rein und 4 Scoops jetzt in dem Fall und trinke das und habe täglich alle diese Dinge schon abgedeckt quasi. Wie gesagt, es ist einfach sehr convenient, will es selber beziehen, will wahrscheinlich jede einzelne Komponente daraus selber nehmen zum Zusammenmixen. Ja, in dem Fall, wie gesagt, einfach convenient. Und dann gibt es jetzt hier die erste Mahlzeit. Einfach nur Haferflocken, Vegan Protein und dunkle Schokolade. Das ist jetzt hier das erste Meal. Und ich verwende derzeit eigentlich immer das Vegan Design Protein im Geschmack Blueberry Muffin. Das ist mein aktueller Favorite tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, dass es Cinnamon Cereal ablösen kann, aber ich bestelle derzeit eigentlich immer das, weil mir dieser leicht fruchtige Unterton sehr, sehr gut schmeckt. Das gibt es jetzt, dann geht es weiter an Check-ins, dann gibt es ein Primo-Walk und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, wir befinden uns jetzt mitten im Wohnzimmer und es gibt Pre-Workout. Ich habe keine Ahnung, warum ich stehe, aber ich habe gedacht, das ist eine nette Abwechslung, denn wir haben uns hier Himmeltau, Erdbeeren, dunkle Schokolade und etwas Whey vorbereitet. Kann man ganz kurz zeigen, hier ist wahnsinnig gute Konsistenz. Und das gibt es jetzt als Pre. Und das, was ich eigentlich immer mache, jetzt auch, wenn ich mit Kleinen zusammenarbeite, die ein Pre-Workout Meal prescribed bekommen, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann verwende ich, wenn es die Gesamtkalorien zulassen,
eigentlich immer eine kleine Menge an Fett in diesem Pre-Workout Meal, damit die Verdauung hier etwas verlangsamt wird, das Essen bewusst quasi konstanter in den Körper übergeht, Blutzucker bleibt konstanter etc. pp. Und damit es nicht gleich komplett durchgeht. Und es ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und die dunkle Schokolade hat auch so ein bisschen Benefits for the Pump. Ja? Dementsprechend wird jetzt hier das Pre-Workout-Meal gegessen, dann noch ein bisschen was gearbeitet. Wie gesagt, wir haben jetzt drei Viertel 11. Ja? Oder für diejenigen, die es nicht verstehen, Viertel vor 11. Dreiviertel 11 versteht niemand, habe ich mir sagen lassen. Und dementsprechend jetzt, wie gesagt, Pre-Workout-Meal, noch ein bisschen Arbeit, dann ab ins Training. So, meine Lieben, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wir gehen rein in die Push-Session. Let's go. Also der meiner Meinung nach größte Fehler, den Leute machen, wenn es um Wadentraining geht, ist, dass die Leute das entweder komplett am Ende der Session platzieren oder am Ende vom Leg Day platzieren, was dann der komplette Super-GAU ist. Ja? Weil wer kann nach einem schweren Unterkörpertraining ein produktives Wadentraining verrichten? Ja, eh niemand. Ja? Überhaupt niemand. Es ist dann zum Scheitern verurteilt und dann regen sich die Leute drüber auf, um die Waden nicht wachsen. Ich mache meistens nur einen Warm-up, damit ihr wirklich Zugang auch bekommt zu dieser relativ tiefen Range of Motion. Und die Crocs eignen sich zum Wadenheben wirklich perfekt. Ich habe letzte Woche diese neue Donkey Calf Raise ausprobiert. Mir ist nicht so gut gefallen, tatsächlich. Bin eher Fan von stehenden Wadenheben hier, auch wenn die Axiallast, also die Last, die von oben nach unten auf den Körper wirkt, aber höher ist. Boah, okay. Also Waden derzeit einmal die Woche, drei Sätze am Beginn der Push-Session. That's it. Also wenn du Seitheben bisher noch nicht mit Cuffs gemacht hast, das sind ganz einfach so Kickback-Fußschlaufen, dann misst du on something out. Wenn jetzt hier auf entspannt einen Warm-up machen, einen Warm-up mit 10 bis 15 Reps. Und das ist jetzt eigentlich auch so irgendwo unsere Prep-Work für diese Push-Session. Also ich finde ja generell, dass Prep-Work im Sinne von Arbeiten mit Widerstandsbänder oder irgendwelchen Mobility-Kram, dass das dermaßen overrated ist und dass man ganz einfache Übungen hermachen kann, in die man leicht reinstartet und dann mit dieser Übung quasi schon den gesamten Komplex, in dem Fall jetzt so Schultergürtel, den wir an den Tag jetzt trainieren, nämlich am Push-Tag, aufwärmen, nicht unbedingt vormüden, weil du wirst hier keine Ermüdung dann in den nachfolgenden Presses feststellen. Dementsprechend eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Wir machen hier vier Sätze. Also ich habe sie wirklich lieben gelernt, meine Brust mit fliegendem Kabel aufzupumpen, bevor es in die Main Press reingeht. Drei Sätze vor den eigentlichen Main Moves. Thank you.
Also was ich hier auf keinen Fall sehen will, ist ein Streben nach dem Zusammenführen der Griffe vor dem Körper. Das will ich hier nicht sehen. Was ihr machen wollt zu jedem einzelnen Zeitpunkt, ist vollen Fokus darauf zu legen, den Oberarm, ja, den hier, in eure Brust reinzudrücken. Das ist alles, was ihr machen wollt, alles, was ihr denken wollt bei diesem Movement. Volle Dehnung nach hinten und nach vorne in die volle Kontraktion, Brust in Oberarm. Also umgekehrt. Brust, na Oberarm in Brust. Perfekt. Genau, das meine ich. Und das soll das Main Goal bei einer fliegenden Variante sein. Wir gehen jetzt rein in das derzeitige Main Pressing Pattern in der Multipresse. Flachbank drücken. Sehr geile Übung. Super stabiles Environment zum Drücken. So einer flachen Smith waren es jetzt 3 Sätze. 3 Sätze mit unterschiedlichen Gewichten und demnach auch unterschiedlichen Wiederholungsbereichen. Jetzt haben wir hier noch eine Shoulder Press bzw. so eine High Incline Variante am Plan stehen. Hier jetzt in dem Fall an der MTS Shoulder Press. Im Gegensatz zur Flat Smith. Schau dir, dass ich hier auch jetzt den vollen Lockout mitnehmen. Ich muss mir diese Übung auch so schwer machen wie möglich, weil Stack auch relativ leicht ist. Muss mal schauen, wie es da geht. Okay. 1,35. Ich werde heute einfach wieder 60 oder so machen. Hier langsam aber sicher progressen. Und wirklich da ganz, ganz gemächlich steigern. War ein guter Satz, aber der ist, wie gesagt, etwas leicht, braucht hier Runway für die Progression. Aber gut, lassen wir so ins Raum stehen. Sie ist sehr convenient, muss man dazu sagen. Schauen wir mal, was wird. Jetzt hier noch als letzte Übung Cable Pushdowns mit dem Long Rope hier. So, meine Lieben, es war eine gute Session. Wir sind voll, wir sind pumped. Eine gute Stimulus gesetzt. War jetzt nicht viel. Da ist die Push-Session, die es bei mir einmal die Woche gibt. Und das Ganze wird nochmal ergänzt um eine modifizierte Delson-Arm-Session gegen Ende der Woche. Und dann haben wir eigentlich das gesamte Push-Volumen für den jeweiligen Tag drinnen. Das reicht auch vollkommen aus jetzt derzeit. Ich bin gespannt, wie mir jetzt geht. Ich bin sehr fokussiert durch die Session gegangen. Das waren jetzt trotzdem 1,5 Stunden. Sehr geil. Trotzdem sehr effizient. Und schauen wir mal jetzt, noch ein bisschen Cardio unterbekommen. Und dann Cardio duschen. Und
dann schauen wir weiter im Tal jetzt hier. So, ich habe mir gedacht, ich nutze dieses wundervolle Wetter. Setze mir jetzt da hier ganz genüsslich am Balkon. Direkt nach dem Training habe ich ja noch eine Portion Reisbrei mit Erdbeeren und ein bisschen Whey gegessen. Das waren 200 Gramm Erdbeeren und 60 Gramm Whey und 120 Gramm Reisbrei. Und dementsprechend habe ich heute jetzt noch keine Veggies in. Da habe ich mir jetzt hier eine bisschen größere Portion gemacht, weil das auch die einzige Portion Veggies ist, die ich heute reinbekomme. Das sind jetzt 350 Gramm. Aufgetoppt mit Sriracha und als Carbquelle zwei Laugenstangen plus eben ein bisschen Hähnchenbrust. Und das gibt es jetzt hier als Meal 4. Und später und heute Abend erst mit der Melli. Um 19 Uhr sowas. Eigentlich die typische Haferflockenmahlzeit. Genau. Ja, mehr passiert heute nicht. Also war jetzt da ein wenig Arbeit am Start. Und Tag wird jetzt auch noch mit Arbeit und dann hinten raus natürlich auch mit ein bisschen einer Downtime beendet. Ja, jetzt gibt es hier anscheinend ein paar Streicheleinheiten für den Primo. Ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht. Ich glaube schon, dass man ihn sieht. Ja, süßer Wuffi. Der hat übrigens heute schon einen schönen Tag gehabt. Die Melli war sehr viel mit ihm draußen heute. Jetzt am Nachmittag bei diesem wundervollen Wetter. Man kann hier tatsächlich mit kurzen Ärmel draußen sitzen. Anfang März. Geil. Februar ist over und der Sommer kommt quasi. Oder so ähnlich. Danke auf jeden Fall, dass ihr wieder mit am Start wart. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themenwünsche, irgendwas, was ich adressieren soll demnächst, haut es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace. Bis in den Turnus.